Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute für Suppe. Ja, das ist eine Suppe, die wir schon seit Jahren machen. Bis jetzt, in der letzten Zeit ist sie ein bisschen vernachlässigt worden und jetzt habe ich neulich dran gedacht und habe gedacht, wow, die muss ich doch mal wieder machen. Und zwar eine Grünkern-Tomatensuppe. Ich mache es im Thermomix, muss natürlich überhaupt nicht, aber dann gibt es halt natürlich den Unterschied. Es gibt Grünkern einmal als Kern noch. Und es gibt Grünkernschrot. Ich habe beides da. Ich benutze heute nicht dieses Grünkernschrot, einfach weil es nicht reichen würde. Deswegen, ja. Also wer es nicht im Thermomix machen möchte, kann das absolut ohne Probleme auch im Topf machen. Müsste dann aber einfach das Schrot nehmen. Ja, wer so eine Getreidemühle hat, kann es natürlich auch machen. Aber es soll nicht zu Mehl geschrotet werden, sondern nur, wie gesagt, hier sieht man ja dann den Unterschied. Deswegen, ich taste mich jetzt auch mal dran, weil ich habe bisher immer für die Suppe nur hier dieses Schrot genommen. Und ich bereite das jetzt schon mal vor, denn ich will zu dieser Suppe auch noch Açma, glaube ich, heißt das, so türkisches Hefegebäck als Beilage machen. Und da mache ich gleich erst den Teig und dann fange ich mit der Suppe an. Aber wir wissen ja von trocken zu nass, deswegen bereite ich das jetzt schon mal vor. Also wenn ich sage Açma, ich hoffe, dass ich das überhaupt richtig ausspreche. Ich habe es mir extra vorsprechen lassen hier auf Bubble, aber ja, ich weiß es nicht. Also Grünkern, 250 Gramm. Und ich stelle mir jetzt keine Zeit ein, weil ich mich, wie gesagt, rantaste und ich gehe bis auf Stufe 6 jetzt erstmal hoch. Es staubt zwar ganz schön, aber die Körner sind noch nicht. Also deswegen, nächster Versuch. Auf Stufe 8. Ja, das teilweise ist es schon so, wie ich es haben will. Also ich würde mal sagen, grundsätzlich so 6 Sekunden Stufe 8 müsste hinkommen. Also ich mache jetzt noch mal 3 Sekunden, weil er muss ja erstmal immer anlaufen auch. Ja, und jetzt ist es so, wie ich es gern hätte. Man möchte ja auch noch so ein bisschen Biss haben. Also, das riecht jetzt richtig gut, weil zu lange auf gar keinen Fall, weil wir wollen ja kein Mehl haben. Ja, ich glaube, das passt jetzt genau so, wie es ist. Also, für euch dann 6 Sekunden Stufe 8, das passt. Und das stelle ich mir jetzt noch zur Seite. Wie gesagt, ich beginne nämlich jetzt erstmal mit einem anderen Video. Also, da geht es weniger um das Video als um meine Beilage. Und da brauche ich jetzt für den Teig noch den Thermomix. Nachdem mein Beilagenbrot jetzt im Backofen schon backt, kann ich hier mit meiner Suppe weitermachen. Also wie gesagt, hier ist mein Grünkernschrot und es braucht Öl und da auch wirklich ein bisschen mehr, weil dieser Schrot wird da drin angeröstet. Ich wiege mir das mal ein. Also bei mir 65 Gramm Olivenöl. Das Schrot kommt direkt rein. Oh, das staubt. Und das wird nämlich jetzt in dem Olivenöl angeröstet. Und zwar stelle ich mir das ein für 6 Minuten auf 100 Grad. Oh, bin ich ein bisschen zu weit. Und auf Stufe 2. Denn das soll die ganze Zeit rühren und es soll anrösten. Man bemerkt es dann, wenn es so leicht nussig riecht. Ich habe das bisher immer im Topf sonst gemacht. Also ich mache das heute zum ersten Mal im Thermomix wirklich. Wobei es wirklich besser ist, weil jetzt ja die ganze Zeit rührt und sich nicht, also man kann das jetzt nicht so verkohlen im Topf. Und die Zeit, die nutze ich nämlich jetzt schon mal und bereite mir hier meine Tomaten vor. Und zwar habe ich 8 Tomaten. Und die werden einfach grob gewürfelt. Also in dieser Suppe soll, die wird auch nicht püriert, also ich mag das ja sonst sehr gerne, wenn die püriert ist, aber diese Suppe wird nicht püriert und da sollen auch wirklich die Tomatenstücken noch etwas größer zu sehen sein. Deswegen, es wird nicht klein gehackt, sondern grob gewürfelt. Und wenn die Tomaten reinkommen, dann gehe ich nämlich auch auf den Linkslauf. Die Hälfte der Zeit ist rum, ich nehme mal eine Nase. Nein,
Nussig riecht es auch nicht. Es riecht sehr nach dem Olivenöl. Und wenn man denkt, dass das sehr viel Olivenöl war, das ja, ist es eigentlich nicht, weil dieses Grünkernschrot, das Schrot, der Schrot, ich bin mir jetzt ganz unsicher, saugt das auch auf. Die 6 Minuten sind rum und ja, jetzt ist es richtig schön. Also ich habe immer wieder eine Nase voll genommen, es war halt einfach nur ganz wichtig, dass das natürlich nicht verbrennen soll. Ich füge jetzt das Wasser hinzu und zwar 1,5 Liter. Und bei dieser Suppe ist das für mich immer ganz wichtig, das ist die einzige Suppe, die ich immer mit dieser Brühe mache. Und zwar die Gemüsehefe-Bouillon. Die ist aus dem Reformhaus und ist auch richtig teuer. Dieses kleine Teil kostet, ich glaube, mittlerweile 5 Euro. Ja, deswegen kaufe ich das wirklich nur in dieser kleinen Einheit, weil ich ja, die nur für diese Suppe nutze. Und da nehme ich tatsächlich auch was mehr. Und zwar, kann ich euch gleich sagen, nur Plumps. 60 Gramm, 3 Teelöffel bei mir. Und ich gebe jetzt direkt hier auch meine Tomaten hinzu. Am besten natürlich ohne, dass es mir ins Gesicht spritzt. Oh, und das ist schon wieder richtig voll. Und das wird jetzt für 20 Minuten auf 100 Grad auf Linkslauf. Wie gesagt, die Tomaten sollen gut zerkochen. Mir ist das hier voll schon gegen die Brille gespritzt. Aber es soll nicht püriert werden. Deswegen, da gehe ich auf Linkslauf und auf Stufe 1. Ja, also darf das jetzt erstmal kochen. Und dann kommt, also das war ja jetzt eigentlich alles, naja, wenn man sagt, das ist aus dem Reformhaus, dann war das jetzt alles gesund. Aber da kommt natürlich noch diese Sünde rein. Aber ein Tod muss mal sterben. Wer den nicht möchte, also diesen Schmelzkäse, der sicherlich nur Chemie ist, ja, der lässt es weg oder macht, man kann auch Creme Fraiche dafür nehmen oder Frischkäse oder so, aber bei mir kommt der. Ja, also 20 Minuten darf das jetzt vor sich hin köcheln. Aber ich muss schon sagen, der Topf ist jetzt schon ganz schön voll. Da wird natürlich gleich hinterher nochmal mit Salz und Pfeffer nachgewürzt, aber ja, jetzt erstmal 20 Minuten. Die Zeit ist rum und oh ja, es ist schon ganz schön eng in dem Topf jetzt. Aber ich hätte vielleicht besser 1,4 Liter nehmen sollen, damit es nicht so voll wird. Ne? Es kommt einfach noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer dran, also nicht zu viel, weil diese, ja, diese Bouillon wirklich schon sehr, sehr viel Geschmack gibt. Vorsichtig mal eben durchgerührt. So. Also die Tomaten, die schwimmen einfach so auf. Ne? Also wie gesagt, eigentlich ist der Topf schon ein bisschen voll. Aber bei mir kommt jetzt hier noch der Schmelzkäse rein. Das passt so gerade eben noch. Und ich werde euch als Empfehlung reinschreiben, 1,4 Liter. Weil das ist eigentlich, es ist zu viel. Ja, aber was soll ich machen? Ich hole ja jetzt nicht nochmal was daraus. Und das stelle ich jetzt nochmal für 5 Minuten auf 95 Grad. Das soll jetzt auch auf gar keinen Fall noch überkochen. Ja, wieder auf Linkslauf und auf Stufe 1. Da darf jetzt der Schmelzkäse noch drin schmilzen, also zu Ende schmilzen. Er ist ja schon so. Ja, und dann geht es ja in die Geschmacksprobe. Also so einfach, so schnell. Und also das ist für mich jetzt halt keine Überraschung mehr, weil ich einfach diese Suppe schon so oft gemacht habe und einfach liebe. Aber das erste Mal heute im Thermomix. Und die Zeit ist rum und wie gesagt, der Topf ist wirklich bis oben hin voll, aber es ist nicht übergelaufen. Also zur Beruhigung. Ja, und jetzt geht's an die leckere Suppe. Und die Tomaten, wie gewünscht, sind auch wirklich noch in Stücken geblieben. Und man muss natürlich auch immer mal wieder von unten fischen, dass wir natürlich auch von dem Grünkern hier noch abbekommen. Und jetzt geht es aber noch an die Geschmacksprobe und erstmal die Suppe. Mmh.
Sie ist super lecker. So, so gut. Und von dem Grünkern, also das ist noch so ein, also man spürt es noch, aber deswegen halt auch ganz wichtig, dass man es nicht zu doll schrotet. Ne? Richtig gut. Bei mir gibt es diese selbstgebackenen Hefestückchen noch dazu und damit ist es einfach ein ganz, ganz tolles, leckeres Essen. Und wie gesagt, die Tomaten sind auch wirklich noch in Stücken da. Die sind super heiß, verbrennen einen gerne. Naja, gut. Aber ein Toten zum Sterben für dieses leckere, leckere Süppchen. Ja, also vollkommen unaufgeregt. Das Besondere ist sicherlich der Grünkern. Je nachdem, wollt ihr es mit Thermomix machen oder nicht. Entweder kauft ihr schon den geschroteten Grünkern oder macht es selber. Und ja, wie gesagt, vielleicht 1,4 Liter Wasser nur, dann ist es nicht so voll. Das passte bei mir jetzt so gerade eben. Also, ich lasse mir schmecken, genieße den Tag und sag doch, bis zum nächsten Mal. Tschüss!